Padma Danda Namaskarasana ist eine Lotus-Variation, letztlich die Lotus-Stock-Variation in Grußhaltung. Vom Lotus ausgehend beugst du dich auf, legst du dich auf den Bauch und streckst die Arme aus und gibst die Handflächen nach unten. Gerade in Südindien verneigen sich Menschen, indem sie sich flach auf den Boden legen und die Handflächen auf den Boden geben. So verbindest du dich mit Mutter Erde. Wenn du das im Lotus machst, dann ist das auch etwas, was etwas Meditatives hat und natürlich deine Lotus-Flexibilität fördert. Ja, wenn es dir gefallen hat, dann klicke auf Daumen hoch oder gefällt mir. Wenn du es nachmachen konntest, dann schreib es doch in die Kommentare und ja, wir freuen uns, dass du mitübst. Nila Kanta von Yoga Vidya Berlin, Durga das hinter der Kamera von Yoga Vidya Bad Meinberg und Sukadev wünschen dir viel Freude beim Yoga und öfters mal Enthusiasmus, was Neues in den Asanas zu probieren.